Seit über 11 Monaten hatten die Frankfurter daheim nicht mehr verloren und bemühten sich auch heute um den Erhalt der Serie. Die erste Torgelegenheit jedenfalls hatten sie durch Schur. Dass die Hertha ohne sogenannte Leistungsträger wie Beinlich, Wosch und Alves immer noch zur Bundesligaspitze gehört, demonstrierte sie in der Folge. Van Buurik, der Abwehrchef, und das frühe 0:1 in der 18. Spielminute. Kompakt im Mittelfeld und konterstark gegen eine nun verunsichert wirkende Eintracht hatten die Berliner leichtes Spiel. Konstantinidis nutzte die Kopfballüberlegenheit zum 0:2 in der 23. Spielminute. Eine kurze und erfolglose Drangperiode nach der Halbzeitpause, mehr ging bei der Eintracht nicht. Zu allem Überfluss wurde der junge Preuß nach gut einer Stunde Spielzeit des Feldes verwiesen. Schiedsrichter Krug hatte in der Aktion eine Notbremse gesehen. Eintracht Frankfurt in Unterzahl, die Hertha im Torrausch. Preetz in der 83. und 88. Minute erfolgreich. 0:4 hieß es beim Schlusspfiff. Ein deutliches Ende der langen Frankfurter Heimserie.